Es ist passiert. Mimi, Leon, Monte und Stay machen keine Live-Debatte. Mimi hat 100% abgesagt. Jo, klaut das, alles da, mach's gut. Ich habe mit Stay auch ein bisschen auf Twitter jetzt geschrieben. Es bringt auch nichts, wenn wir die Live-Debatte nur mit mir machen. Bringt einfach nichts. Man braucht einfach die zweite Partei. Deswegen mache ich jetzt einfach das Video. Mimi wollte, dass ich das Video öffentlich mache. Hat über Twitter geschrieben, ich mache es jetzt öffentlich auf YouTube. Du wolltest die Live-Debatte nicht abgeben. Jetzt bin ich gespannt. Dann machen wir so. Viele Leute. Er haut wirklich das Video raus. Da bin ich natürlich jetzt sehr gespannt. Ich denke, es ist auch ein sinnvoller Move von Leon Mascher, weil er dann sagen kann, ja, Mimi wollte das ja nicht, jetzt habe ich das gemacht. Also steht jetzt Mimi als der Trottel da, der das nicht angenommen hat, weil er einfach keine Eier in der Hose hat, sozusagen. Ne? Wobei ich halt, wie gesagt, ich kann Mimi aber auch verstehen, weil in Leon Mascher hat auch 5 Jahre gebraucht oder 3 Jahre gebraucht, um sich mal jetzt zu entschuldigen. Jetzt nach der ganzen Zeit, nachdem 20.000 Videos gegen ihn kamen. Fragen sich außerdem, wieso ich es jetzt drauf komme, überhaupt zu antworten, überhaupt ein Video zu machen. Ich sag euch ehrlich, Leute, einige Leute brauchen ein Jahr, einige einen Monat, einige 2 Tage, um sich selber zu reflektieren, um selber viele einzuschätzen. Ich habe halt meine Zeit gebraucht, es ist verwerflich, ich habe meine Zeit gebraucht, um mich selber zu reflektieren, um selber Fehler einzugestehen. Und jetzt stehe ich einfach hier wie eine Eins und gebe Antworten, transparente Antworten. Deswegen sage ich nicht, ey, ich mache das Video nicht öffentlich. Ich mache das Video öffentlich, weil ich keine Angst habe. Gamer, ich will die Live-Debatte, Mimi. Ich habe es dir gesagt. Viele Leute denken außerdem, ich gucke 24-7 auf eine Wand und entwickle mich gar nicht weiter. Doch, Leute, ich reflektiere mich selber auch. Ich gestehe selber auch Fehler ein. Bevor. Alter, das sind ja mal ganz neue Töne, die der spuckt, oder? Ich gestehe auch Fehler ein. Ich reflektiere mich selbst. Also gut, ich will ja jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das hat er seine gesamte YouTube-Karriere gar nicht gemacht, oder? Kann das sein, dass er das noch nie gemacht hat und auf einmal sagt er sowas? Schwierig, aber das sind natürlich jetzt ganz neue Worte von einem Leon Mascher. Das Video hier losgeht hier, was ich euch jetzt zeige, will ich euch nur sagen, was vorher passiert ist. Ich hatte in den nächsten 25 Minuten, 30 Minuten einen Auftritt, bin dann Backstage gegangen, da war eine Terrasse. So, da saßen halt die ganzen Jungs, da war auch Mimi, hab jeden Hallo gesagt. Mimi kannte ich gar nicht, wollte ihn Hallo sagen. Keine Ahnung, er wollte mir nicht die Hand geben, das war so eine Respektsache, aber keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie der aussieht, das war halt Mimi, wusste ich nicht, kannte ich nicht. Hat er halt mit mir geredet und während er geredet hat, hat er halt die Kamera gezückt, ganz heimlich gefilmt. Ich schwöre es, Leute, er hat heimlich gefilmt. Backstage wollte er mich einfach bloßstellen. Ich meine, Leute, die YouTube machen, die merken, wenn einer heimlich filmt, Digga, man merkt es einfach. So, hat halt die Kamera ungefähr hier in der Höhe gehalten, hat sein Bildschirm extra nicht aufgeklappt, damit man nicht sieht, dass er filmt. Währenddessen hat er gemerkt, dass ich gemerkt habe, dass er filmt, hat seine Kamera dann so ein bisschen locker nach vorne gehalten, ne? So ein bisschen nach vorne gehalten. Hab dann auch meine Kamera gezückt, da meinte er zu mir, weißt du, wer ich bin? Und dann meinte ich, nein, keine Ahnung. Da meinte er zu mir, ich bin Mimi. So, währenddessen habe ich dann auf angedrückt und dann jetzt geht das Video sozusagen los. Und ich muss sagen, bevor das Video nochmal losgeht, Digga, es ist mir mega unangenehm, das Video jetzt öffentlich zu machen, weil ich mich einfach für mein kindisches Verhalten da mega schäme. 100%. Oh nee, das wird übel. Also, wenn er das sogar sagt und sich selbst reflektiert, dass das cringe ist, dann wird es gleich übercringe. Also jetzt bin ich ja gespannt, was als Video kommt, weil das kann ja jetzt nur überkrass peinlich werden, wenn das ein Leon Mascher schon sagt. Sein kindisch, Digga. Übrigens, oh, ich muss das Video nicht öffentlich machen. Ich mache das Video öffentlich, weil ich keine Angst habe. Ich will euch gegenüber einfach transparent sein. Ich will euch einfach die Wahrheit erzählen, Mann. Was passiert ist. Ich will euch nicht anlügen. Hey, weißt du, wer ich bin? So. Ich bin Arafat, Mann. Verarsch mich gerade? Ich mein's jetzt ernst. Nein, ich verarsche dich nicht, Digga. Hast du mein Video gesehen? Nein, Digga, hast du mein Video gesehen? Ich frag dich was. Hast du mein Video gesehen? Auch was. Hast du mein Video gesehen oder nicht? Nein. Schüchter okay, dann. Nicht ein. Ich sag dir, Digga. Okay. Ich hab deinen Schuh prankt so komplett Alter, das kannst echt? Du eigentlich in deinen Lebenslauf schreiben. Echt geil, Mann. Danke. Du versuchst es jetzt gerade ins Lächerliche zu ziehen. Ja, geil. Ey, Leute. Ich mach gleich einen Prank an Mimi. An Mimi. Mimi wird heute Abend geprankt, Bruder. Aber genau so hat er es ja beschrieben, ne? Mit Mimi wird geprankt und sowas. So wie das damals Mimi auch geschildert hat. Mal schauen. Der wird geprankt, Digga. Der Mimi wird geprankt, Bruder. Du machst es gerade zum Affen, Digga. Live. Leon, komm her. Okay, aber haust du mich nicht? Ich hau dich nicht, ich bin... Ey, du haust mich, ich schwöre, du haust mich nicht. Wir können ganz genauso, wie er es gesagt hat, übrigens. Wir reden normal. Ohne Kamera? Nee, mit Kamera. Nein, Mann, Digga, du willst mich schlagen. Ich sehe das an deinem Gesicht. Du bist aggressiv, Mann. Leon, du bist aggressiv. Eier, du hast keine Eier. Ich hab keine Eier, Mann. Ich hab Angst vor Mimi, Digga. Ich hau ab, Bruder! Ich hau ab, Mann! Nein, Mann, ich hab Angst vor ihm, Mann! Ich schwör auf alles! Ich mach gleich einen Prank! Ich zitter, guck mal, er hat schon seine Leute. Oh, Junge! Mitten in Berlin! Ach du Scheiße! Mimi hat alles zerfickt!
Guck mal, die ganzen Leute gehören alle zu mir. Warte, ich finde Leons Reaktion eher angebracht als Mimis. Ey, Social Gamer, sorry, aber das ist so eine Cringe-Reaktion. Ich meine, der chillt dort halt mit Apo Red und mit den ganzen anderen, die halt so um ihn rum sind, mit denen er cool ist. Und dann filmt er so und tut so, als wäre jetzt gerade Comedy King. Und ja, stellt ihn so eine Rolle. Da muss ich sagen, bis jetzt finde ich das eher cringe von Leon Mascher. Ich wollte es halt ganz klar, Digga. Ich wollte es halt einfach veralbern. Der war in seiner Rolle voll penetrant. Der wollte wissen, was Sache ist. Hat einfach gefilmt. Backstage. Und dann habe ich halt meine Show draus gemacht. Einfach. Ich habe ihn veralbert, Digga. Ich wollte einfach die ganze Situation. Veralbert. Was heute meiner Meinung nach nice, Mann. Mega kindisch war von mir. 100%, Digga. Ich schäme mich wirklich für das Video euch zu zeigen, Alter. Scheiße, Mann. Mimi, bang! Halt die Fresse und komm her! Kamera, komm her, Kamera, Alter. Gibst du mir jetzt deine Hand? Wenn so ohne Prank? Okay, reden wir. Aber ohne, und du schlagst mich auch nicht? Schlagst du mich oder nicht? Meinst du das gerade ernst, Alter? Ich hab aber Angst vor dir, Digga. Okay, aber du... Red ist hier, Cenk ist ja, okay, hier, Jody okay, ist hier. Okay. Setz dich nicht zu Affen, setz dich ich bin weg. Hin, Mimi! Setz dich hin, du Kämpfer, Mann! Komm Mimi! Nein, Mimi! Oh mein Gott, ich werde von Mimi geschlagen. Oh Junge, das ist so peinlich und scheiße. Du bist ein Spinner, Alter. Du bist ein richtiger Spinner. Mimi, tu mir das nicht an, Mann. Vor allem, wie laut der da rumschreit. Also, sorry, aber... Siehst du, was ich meine? Ich sehe gerade eher... Also, ich bin ganz ehrlich, ich wäre jetzt im schlimmsten Fall nicht mal auf Leons Seite. Also, das, was jetzt hier gerade eben gesagt wird und geschrien wird, das ist ja mal sowas von übercringe von... Nimm Leon Mascher. Ich weiß nicht, also gerade eben kann ich komplett Mimi nachvollziehen. Irgendwann hast du auch die Schnauze voll, willst ihn damit konfrontieren und der zieht das halt so widerlich ins Lächerliche. Ah. Richtig schwach. Also würde er mich schlagen wollen, natürlich würde oh, ich Baku, nice. Noch mal hingehen. Ich hab's einfach veralbert, Digga, das ist ganz klar. Die Leute drumherum, die wussten auch. Man sieht auch im Hintergrund, wie die alle lachen. Ich hab's einfach veralbert, seine Situation. Der ist gekommen, wollte halt seine Informationen. Ich Tobi denke, er wäre sogar dafür gestorben. Einfach, dass er dieses Material hat. Leon, machst du Fake Pranks oder nicht? Der wollte das Material, ob ich gleich einen Auftritt hatte oder nicht. War ihm scheißegal, ob da 100 Mann waren. War ihm scheißegal, der wollte einfach dieses Material. Was, Leon hat recht. Er ist eine, warte, nee, Mimi ist richtig aggressiv geworden, Alter. Wo ist denn gerade Mimi aggressiv? Also keine Ahnung. Mimi will ihn halt bloß zur Rede stellen und mehr ist es eigentlich gar nicht. Nur was ist denn, stell dir jetzt mal vor, du willst jemand zur Rede stellen, jemand fragen eigentlich, warum er was macht und der schreit die ganze Zeit, Mimi, du willst mich schlagen, Mimi, du willst mich schlagen, Mimi. Und dann rennt er noch in irgend so ein Lokal und schreit dort rum, dass Mimi ihn schlagen will. Also ich weiß jetzt nicht, was natürlich jetzt noch kommt, aber alles, was ich bis jetzt sehe, ist ein überaus kindisches und babyhaftes Verhalten von dem Leon Mascher. Material haben. Das war ihm scheißegal, was der dafür tut. Ob er im Recht ist oder Unrecht, egal. Er will das haben. Ey, sorry, Bruder. Ich will echt kein Beef mit dir, Mann. Alter, Mimi will mich f***en, Mann. Schon zum zweiten Mal. Alter, ich hab Angst, Mann. Der verfolgt mich, Digga. Ey, Simon. Ey, ist das peinlich, Mann. Ich werd von Mimi verfolgt, Digga. Ich brauch Hilfe. Wir reden jetzt, Alter. Wir reden. Okay. Alles cool. Hast du mein Video gesehen? Ja, Alter, aber ich hab Respekt vor dir, weil du bist Mimi, Digga. Alter, Mimi will mich wieder schlagen. Ich hab Angst, Digga. Oh mein Gott. Bruder, halt mal, Digga. Er ist chill. Komm, wir reden jetzt. Ey, Mimi. Leon, du setzt dich jetzt hin. Wir reden. Nein, aber wieso? Wieso sollen wir reden, Digga? Wie soll ich dich? Ich bin alleine gekommen. Hier sind. Ja, okay. Ich soll dich schlagen. Willst du mich verarschen? Ich hab Angst, weil du hast die ganzen Leute da oben geholt, Digga. Was für Leute? Ich bin alleine gekommen. Ey, Hisham, Digga, der will mich. Ey, ich schwöre, dieser Hisham ist auch so eine Cringe-Person. Holy shit, da komme ich gar nicht drauf klar. Übrigens, ich habe davor gesagt, halt mal auf. Digga, weil er mir die ganze Zeit hinterhergelaufen ist. Jemand sollte ihn einfach aufhalten. Stopp. Weil auf mich hätte er ja nicht gehört. Schlangen, Bruder. Hisham, wir reden jetzt nochmal. Aber er filmt die ganze Zeit, Bruder. Ich filme auch. Weil ich hab Angst, hast du Eier oder hast du keine Eier? Ich schlag dich nicht. Aber die ganzen Leute gehören zu dir, Digga. Alter, das ist peinlich, ey. Ich würde mich so einen grunden Boden schämen, das Video hier auf YouTube zu stellen, wie das gerade ein Leon Mascher macht. Das ist so... Ich würde mich so schämen für das Verhalten, was der Tod abzieht. Keine Ahnung, wie man jetzt hier gerade eben sagen kann, dass Mimi aggressiv reagiert oder so.
Also Mimi, finde ich, also ich finde es noch krass, dass er so gelassen ist. Also irgendwann, da drehst du auch durch, da ist ein erwachsener Mann, wie, also eigentlich erwachsener, wie ein Leon Mascher, der über 20 ist. Und der labert so eine Scheiße. Wie ein Kind, wirklich, ey, ich würde aggressiv werden. Mach mal eure Kamera aus, Digga. Red, klar jetzt. So, da war einfach, der hat nicht auf mich gehört, Mann. Ganz, ganz klar, Mann. Habt ihr selber gesehen. Deswegen habe ich jetzt jemanden, zum Beispiel einen, den ich vertraue. Schick ihn weg, zieh ihn weg. Der soll einfach weg von mir. Der soll einfach weg von mir. Ich will das nicht. Weil mein Auftritt einfach demnächst wäre. Und der Eingang war einfach so links um die Ecke. Genau da, wo das Ganze passiert ist. Er geht einfach nicht weg. Der will sein Videomaterial. Der besteht drauf. Und er hat alles dafür getan. Das sieht man. Der hat alles. Natürlich, Digga. Mein kindisches Verhalten ganz klar, Digga. Mach die Kamera aus, wenn ihr... Mach beide Kamera aus. Nee, jetzt hab ich die Kamera aus. Mach beide Kamera aus. Nee, wir machen nicht die Kamera aus. Alter. Nein, Bruder. Ich mach. Domo, moin. Das ist Mimi, Digga. Du machst dich aber, Bruder, du machst dich. Aber guck mal, du wirst schon rot. Du willst mich wieder schlagen, Digga. Mimi, warum bist du so aggressiv? Aber was ist denn los? Du bist so handig, Digga. Schlag dich nicht. Ja. Chill mal, Digga. Mach mal beide Kamera aus. Mach doch die Kamera. Aber ey, ganz ehrlich, es wäre mir doch so peinlich, weil die machen so einen übelsten Aufriss wegen so einem Nonsens und die hinten, da gucken auch alle. Was aus, Digga? Nein, du hast keine Eier. Hast du Eier? Hast du Eier? Nein. Wie in deinen Videos? Nein. Hast du Eier? Nein. Setz dich jetzt mit mir hin. Okay, und ich werde dich nicht schlagen. Okay, ich schwör, du schlagst mich nicht. Chill doch einfach mal. Wie oft willst du mich jetzt voll labern? Ja, aber ich hab Angst. Gib mir ja, das, okay. Gib mir dein Handy und gib mir dein... Ich hab die beide hier. Ich hab die beide hier. Nein, ich bin gekommen und... Ja. Und? Oh. So, da kam auch die... Mimi macht Stress wegen dem Fake-Prank. Ja, ich habe keine Ahnung, was da sonst noch vorgefallen ist, aber... ja, keine Ahnung. Aber selbst wenn es so ist, die sind einfach zu sext oder so gegen Mimi und er macht dort immer noch so ein übelstes Theater, dann soll Leon einfach sagen, hier... Oder soll komplett verschwinden. Keine Ahnung. Aber das ist so ein kindisches Verhalten. Das ist so peinlich. Holy shit. Die Lösung von seinen Freunden zum Beispiel. Ja, warte. Ja, anstatt... Warte hier... statt er sagt, dass er keine Lust, Zeit auf ein Gespräch hat, dann wäre er jetzt nicht so unter Scheiße. Ja, ich denke halt auch, dass man einfach sagt, hier, ich habe keine Lust drauf, hör auf und fertig ist. Du kannst ja niemanden dazu zwingen zu reden. Dass die einfach gesagt haben, ey, gib dein Handy, Leon gibt sein Handy, klärt das jetzt einfach ohne Kamera. Ja, du kriegst nicht das, was du willst, weiß ich meine. Du kommst da rein, bestehst drauf, dass ich einfach vor deiner Kamera reden muss, aber so läuft das nicht. Ich muss gar nichts, Digga. Ich muss immer das Video machen. Deswegen wurde das Video jetzt angehalten, weil ich dachte, okay, jetzt ist Stopp. Jetzt legen wir die Handys weg und die Kameras und wir reden jetzt. Aber nein, es ging weiter. Jetzt kommt das zweite Video. Ihr habt selber gerade gesehen. Einmal ein Stopp. Aber willst du es aufnehmen? Willst du es oder willst du es? Ja, ich will. Wir diskutieren das vor der Kamera aus. Okay. Du kannst deine Kamera, damit ich nicht rausschneide. Ich will, dann geht doch. Aber ich habe Angst vor dir, Mimi. Deswegen, das Problem ist, ich würde mir nicht trauen mit dir alleine, weil, Digga, du bist heftig, Mimi. Du bist krank. Du bist krank, Digga. Single on the beach, Digga. Hast du über eine Million Leute? In the jungle, weather was present and over now. Beantworte mir eine Frage. Maybe over the drugs, under the pillow, down, say strong. Come on, Mimi. Every schlag wieder, Digga. Du wirst mir viel zu aggressiv, Mimi, Bruder. Beantworte mir eine Frage. Ey, Mimi, du wirst mir viel zu aggressiv. Belügst du deine Abonnenten? Belügst du deine Abonnenten? Ey, Bruder, du wirst mir viel zu aggressiv. Warum willst du mich schlagen? Warum willst du mich schlagen, Digga? Mach mal die Kameras aus, Digga. Die machen halt voll Bilder. Ey, da ist doch sogar noch Melina Sophie am Start. Alles cool, Digga. Gott, Alter, das ist so cringe. Ja, das hat ihn halt auch mega abgefuckt, weil er sein Material nicht bekommen hat, weil er sich darauf vorbereitet hat. Er f***t mich jetzt vor der Kamera und ich sag, ja, ich hab das und das damals gemacht. Also ich hab das und das damals. Ich hab die und die Fake Breaks gedreht. Das wollte er, aber das hat er ja nicht bekommen. Deswegen war er dann so sauer und hat es so persönlich genommen. Ich hab's halt, wie gesagt, veralbert, Mann. Mega kindisch von mir, 100%, Mann. Ja, sehr kindisch, Mann. Ganz klar, Mann. Ey, übercringe. Ich hab doch keine Diskussion oder noch keine Aktion so gesehen wie hier, wo wirklich so kindisch, also wirklich so unglaublich kindisch, das ist ja wie in der Grundschule, das ist wirklich Grundschulalter, wo man das alles noch so, ja, so spaßmäßig noch alles, keine Ahnung, wegmachen möchte zu so einem Gespräch. So schlecht. Das ist schwierig. Das ist ganz schick mal Mimi weg. Schick mal Mimi weg. Schick ihn weg. Stell dir mal vor, der ist immer so. Schick ihn weg. Schau die Kamera weg. Hier sage ich sowas wie: Schick ihn weg. Das war meine Intention. Ich wollte kein was.
schick ihn einfach weg, weil ich habe einen Auftritt. Ich meine, wie hättet ihr reagiert, Leute? Da kommt einer, penetrant, filmt euch, hört nicht auf, der will sein Material haben. Film, wirft ihr die ganze Zeit her. Keiner macht was da, richtig großartig. Keiner sagt jetzt, stopp, raus mit dir oder so. Keiner. Deswegen habe ich gesagt, schick ihn weg. Was habe ich dir gesagt? Sonst hau ich die Kamera weg. Ich war einfach so sauer, ich hätte ihn die Kamera weggehauen, Mann. Das war einfach mein Gefühl. Was soll ich machen, Mann? Einer filmt mich die ganze Zeit. Hätte er weitergemacht, hätte ich irgendwann ihm die Kamera weggehauen. Ganz klar, Mann. Egal, machen wir mal weiter, was da noch passiert. Ja. 10K, oh mein. Ist das ein Film? Nein. So, da war das Video zu Ende. Jetzt habt ihr das legendäre Material gesehen. Ist scheiße gelaufen, gebe ich ehrlich zu, Mann. Von meiner Seite, von seiner Seite. Das war ja schon Nötigung, was der gemacht hat. Der hat ja nicht aufgehört. Der wollte das Material unbedingt haben. Er hat sich 3 Wochen auf diesen Tag vorbereitet. Das hat er selber gesagt. Wie ging es dann weiter? Ich wollte einfach, dass Mimi rausgeschickt wird. Mehr nicht, Digga. Der sollte einfach nur rausgehen, weil man weiß ja nicht, stimmt der... Also man muss natürlich sagen, ja, Mimi war sehr penetrant und ist ihm die ganze Zeit hinterhergelaufen. Aber hätte in Leon Marché einfach nur gesagt, geh bitte weg, ich habe keine Lust auf dich und ich möchte nicht mit dir reden, weißt du ja nicht, wie Mimi reagiert hat. Aber er, ein Leon, der mit über 20 Jahren schreit rum und sagt, willst du mich schlagen, er will mich schlagen. Er fasst ihn so ins Gesicht oder er packt ihn dann noch so an die Schulter oder so, wo ich mir sage, Das ist doch kein Umgang so. Wenn ihr euch ja eh nicht mögt, warum macht man dann sowas? So eine Provokation, so eine übertriebene Provokation. Das geht ja klar von Leon noch aus. Also, vielleicht spielt er die Bühne, wenn ich meinen Auftritt habe oder sonst was. Ich weiß es nicht. Ich wollte einfach, dass er rausgeschickt wird. Mehr nicht. Das seht ihr selber in dem Video. Mehr nicht, Digga. Was ist eine kurze Zeit danach? Gehe ich nach hinten, sehe Mimi, unterhält sich da hinten mit 2 Leuten. Denkt voll entspannt. Der Typ sieht happy aus, okay, die Lage ist wieder entspannt, gleich wird er rausgeschickt. Auf einmal sehe ich ihn rennen, Digga. Ich sehe ihn rennen. Sehe die anderen auch alle schockiert. Einer läuft ihm hinterher, der zweite, der dritte, der andere danach. Das war einfach aus dem Affekt heraus. Nichts geplant. Der letzte, der rausgelaufen ist, war ich. Den Rest kennt die Leute. Die Speicherkarte von Mimi wurde kaputt gemacht. Ja, ist scheiße gelaufen, gebe ich zu. Hätte nicht passieren sollen. Meine Freunde wollten einfach für mich das Beste, dass die gesagt haben, okay, wir wollen nicht, dass Leon bloßgestellt wird. Ist scheiße gelaufen. Das ganze Ding ist meiner Meinung nach komplett aus dem Ruder geraten. Man hätte auch von Anfang an direkt versuchen, die Lage anders zu klären oder vielleicht mal nach einem Interview angefragt oder so. Aber nicht so, Digga. Nicht penetrant einfach filmen und dann hoffen, dass es nicht aus dem Ruder gerät oder vielleicht sogar hoffen, dass es aus dem Ruder gerät. Es ist alles scheiße gelaufen. Gebe ich zu, Digga. Wir sind alle wieder zurück. Und bevor ich jetzt weitermache, will ich euch nur mal was Kurzes einblenden. Du hättest einfach ein Video hochladen können, wo du gesagt hättest, ey Leute, das war echt nicht korrekt, tut mir leid Mimi, ich kaufe dir eine neue Speicherkarte, ich bringe sie dir persönlich vorbei, ich entschuldige mich. Damit hättest du dir das gemacht, Digga, dann hättest du dir so viel Kopfschmerzerei ersparen können, Digga. Mimi ging es nie darum, dich als Mensch komplett zu verändern. Mimi ging es immer darum, dass sie sich ungerecht behandelt gefühlt hat von einem großen YouTuber und die Leute, dass du das totgeschwiegen hast, Digga. Dass du ihm die Speicherkarte geklaut hast und ihn wie einen Hund behandelt hast in dem Moment. Monta hat gerade gesagt, hätte ich ihm eine Speicherkarte gegeben, wäre alles gegessen gewesen, hätte ich Entschuldigung gesagt. Und wisst ihr, was das Ding ist, Leute? Es wurde nie erzählt. Und deswegen gibt es endlich meine Sicht, Digga. Ich habe das erfahren, dass seine Speicherkarte kaputt gemacht worden ist. Ich habe es zu ihm gesagt, Mimi, bestreik es nicht, Digga. Habe ich zu ihm gesagt, Mimi, sorry dafür, Digga, es tut mir leid, dass die Speicherkarte kaputt gemacht haben. Hier, 50 Euro für die Speicherkarte. Sorry, ehrlich, Digga. Ich schwöre es euch, Leute, er tat mir einfach leid. Ich wusste vielleicht auch nicht, wie finanziell und so es bei ihm aussieht. Spielt ja auch keine Rolle. Aber es tat mir einfach weh, dass die ihm seine Speicherkarte kaputt gemacht haben. Ich habe gesagt, hier, Digga, 50 Euro für die Speicherkarte, tut mir echt leid. Wisst ihr, was er gesagt hat? Also letztendlich ist es ja natürlich trotzdem eine Kackaktion, dass diese Speicherkarte kaputt gemacht wird. Ich weiß nicht, wie auf die Idee kommt, irgendjemand seine Speicherkarte kaputt zu machen, weil du ja nie weißt, was dort für Aufnahmen drauf sind. Da können ja auch Aufnahmen sein mit irgendwelchen Firmen oder so für irgendeinen Werbedreh, die halt wirklich wertvoll sind, die Aufnahmen. So. Und hierbei wird es einfach kaputt gemacht. Geht halt gar nicht. Aber wenn das jetzt wirklich so war, muss man halt sagen, das kann man auf jeden Fall erwähnen. Weil so steht natürlich Leon noch beschissener da. Er hat gesagt, nein, ich nehme das Geld nicht an. Warum? Er sagt, ich lasse mich nicht bestechen. Der hat einfach eine falsche Sicht für gewisse Sachen. Ich sag, okay, du nimmst das Geld nicht an. Sorry, ehrlich, Digga. Ich sag, ich schick meinen Kameramann.
Der war auch Zeuge. Der geht kurz zu Saturn und kauft dir eine Speicherkarte. Und dann hat er gesagt wieder, nein, auf keinen Fall, Digga. Ich lass mich nicht bestechen. Das war direkt danach, Leute, wo der wiederkam. Und das wurde auch nie erzählt. Weil ich habe mich schon dafür entschuldigt, dass sie ihn die Speicherkarte kaputt gemacht haben. Dafür habe ich mich entschuldigt, Digga. Dafür habe ich mich gerade gemacht. Ich habe mich entschuldigt dafür. Ich habe gesagt, Digga, ich hole dir eine neue Speicherkarte. Ich habe gesagt, ich gebe dir das Geld für eine Speicherkarte. Mir tat es einfach weh, Digga. Das war scheiße, Mann. Das war nicht korrekt, auch dass die Speicherkarte kaputt gemacht worden ist. Der Einzige, der sich Gedanken gemacht hat, wie was ungefähr vorangeht, war Mimi. Der hat sich darauf vorbereitet. Da hat er selber gesagt, Digga, ich habe 3 Wochen meditiert und habe mich 3 Wochen für diesen Tag vorbereitet, Digga. Dann dachte ich schon, was geht ab bei dir? So meditierst du 3 Wochen für einen Tag, Digga, was geht ab? Ich weiß nicht, ob er sich auf Aktion, Reaktion vorbereitet hat. Aber eins weiß ich, er war mega glücklich, dass das passiert ist, wie es passiert ist, Digga. Weil er einfach die Story erstens anders erzählt hat. Zweitens, er hätte die ganze Situation anders klären können. Drittens, habe ich mich auch gerade gemacht für einige Sachen da vor Ort. Wir haben nochmal danach entspannt geredet. Was ich aber halt nicht verstehe, ist, wenn doch die Situation anders war. Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr das so seht, aber wenn doch die Situation anders war und Mimi hat Scheiße erzählt und das stimmt gar nicht, was Mimi erzählt hat, dann frage ich mich, warum hat Leon nicht einfach darauf reagiert und hat gesagt, das stimmt gar nicht. So wie es vorgefallen ist, stimmt das nicht, wie das passiert ist. Hätte Leon darauf reagiert? Ich meine, er hätte das ja sozusagen, also wenn Mimi da lügt und das kommt raus, dann steht Mimi auf jeden Fall komplett asozial da. Also wenn was komplett falsch behauptet wurde oder wird, dann würde ich da schon drauf reagieren. Wir saßen von Angesicht zu Angesicht, ich habe ihm die Hand gereicht. Alles ist passiert, wie es passiert ist, Digga. Er hatte trotzdem seine Einstellung mir gegenüber und ja, ich bin auf ihn zugegangen. Aber er wollte das Ganze nicht lösen, Mann. Das ging einfach schon von Anfang an los, bevor das Ganze mit der Speicherkarte und mit diesen ganzen Filmen passiert ist. Das ging schon da los, wo ich ihm die Hand reichen wollte. Dieser Respekt war schon nicht da, Digga. Ich habe ihm die Hand gereicht und er wollte mir die Hand nicht geben. Wieso? Weil ich Fake-Pranks drehe. Auf jeden Fall, Leute, das ist da alles passiert. Aktion, Reaktion, Außeneffekt, heraus, ist egal. Es ist alles scheiße gewesen. Vor allem, was ich halt auch nicht verstehe, ist... Also, das kann ich nicht verstehen. Auch, das muss ich jetzt aber sagen, da kann ich Mimi auch nicht verstehen. Warum willst du jemand wie interviewen bzw. zur Rede stellen wegen Fake-Pranks? Also es war ja schon davor nachweisbar, dass ein Leon Mascher Fake-Pranks dreht. Das könnte man ja easy rausfinden und das war ja auch nicht schwer, wie er das gemacht hat. Das war ja offensichtlich. Dementsprechend eigentlich hätte auch so eine Aufnahme gar keinen Sinn gemacht, weil das eh jeder wusste. Außer halt die Leon Mascher, die überkrassen Leon Mascher Fanboys, die 5 Jahre alt waren und das eh nicht gecheckt hätten. Gebe ich zu, Mann. Also das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Dass ich die Speicherkarte ihm bezahle. Ich habe ihm sogar jetzt vor kurzem angeboten, dass ich einen Computer kaufe, Digga. Ich habe ihm angeboten, dass wir uns live treffen. Ich habe ihm Tracky angeboten, und User, dass wir eine Debatte machen. Aber er will weitermachen. Ihm geht's einfach um was ganz anderes, Digga. Was hättet ihr gemacht? Was hättet ihr gemacht, wenn einer penetrant euch filmt und du willst einfach nicht? Wieso? Weil du damals vielleicht nicht so weit warst, das zu sagen. Und aber vielleicht, was ich auch nicht verstehe, in Leon hat ja auch Mimi gefilmt und hat daraus seine Show gemacht. Was genauso der Übercringe ist, also auf beiden Seiten. Er zwingt dich dazu. Also ich muss sagen, auch mein Video mega kindisch. Aber bevor das jetzt hier weitergeht, würde ich sagen, es gibt noch sehr, sehr wichtige Sachen zu klären. Gucken wir uns mal an die Aussagen von Mimi, was für Aussagen er getätigt hat. Und was ich nochmal sagen möchte ist, dieses Video, darauf könnt ihr alle reagieren. Dieses Video wird nicht geclaimed, dieses Video wird nicht gestrikt. Ich habe das mit meinem Netzwerk geklärt. Darauf könnt ihr alle reagieren. Ist das Creative Commons oder wie? Ich guck mal kurz. Hier steht nicht, dass es Creative Commons Lizenz ist, aber ansonsten, ja, müsste ja sonst Creative Commons Lizenz sein, wenn da jeder drauf reagieren kann, jeder das nutzen kann. Ist mir scheißegal, ob klein oder großer YouTuber, ist mir egal. So, gucken wir mal, was für Aussagen Mimi getätigt hat. Bin dann eben reingegangen, hab dann die ersten Leute begrüßt, die ich kannte, hab dann relativ schnell ApoRed gesehen, zu dem bin ich dann sofort hingegangen und hab ihm halt meine Meinung gesagt. Eben, dass ich das extrem asozial finde und respektlos gegenüber Julian Bam, seine Gastaktion zu dem Zeitpunkt damals, die er gebracht hat, und dass ich extrem enttäuscht bin, dass er seine Follower halt so krass anlügt. Aber sich auf die Fahne schreibt, der Echte zu sein oder so real zu sein. Das Gespräch ist eigentlich ganz normal verlaufen. Der ja, Sketch habe ich. Incap heißt ja. Also die Leute, die fragen, ob ich einen Reaction-Kanal habe oder Uncut-Kanal oder sonst irgendwas, der heißt Incap. Incap. Größtenteils sogar einsichtig gezeigt. Das heißt, er hat Backstage mit ApoRed geredet, ohne dass er die Kamera auf ihn hält und hat gemerkt,
Oh ja, ist ja ein ganz normales Gespräch gewesen, der war einsichtig und so weiter. Warum hast du das nicht bei mir gemacht? Woher willst du wissen, wie ich reagiert hätte, Digga? Woher willst du es wissen? Warum musst du bei mir die Kamera zücken und in meine Fresse halten? Hättest du mit mir normal geredet, ohne Kameras, wäre es auch nicht so eskaliert, Digga. 100%, weil du die Kamera angemacht hast. Ist das passiert, was passiert ist, Digga? Und das fand ich scheiße von dir, Mimi. So, kommen wir direkt zur nächsten Aussage von Mimi. Da meinte ich, nee, ich bin Mimi. Gut, er wollte es halt sozusagen offenbaren für alle, ne, dass auch ein Leon Bascher vor der Kamera direkt sagt, dass er Fake Pranks macht. Und nicht nur so tut oder keine Ahnung oder es verschweigt. Aber ja, ist schon richtig. Also ich finde auch, man hätte am Anfang einfach die Kamera gar nicht erst zücken brauchen. Einfach erst mal reden und dann einfach fragen, ob er das auch aufnehmen kann. Ob er da bereit ist, einfach das auch den Leuten zu sagen. Aber es war doch klar, dass ein Leon da abläuft. Und wir reden jetzt darüber, wie du die ganzen Follower verarscht, über 1 Million Leute anlügst. Hab so meine Kamera rausgeholt. Du kommst zu meinem Auftritt, Backstage, holst deine Kamera raus. Ich kenn dich nicht, Digga. Und sagst zu mir, komm, wir reden jetzt. Machst die Kamera. Mimi, bei allem Respekt. Was denkst du, wer du bist, Digga? Nicht alle tanzen nach deiner Nase, Digga. Ich weiß nicht, was für Leute du um dich rum hast. Das kann man ganz normal klären. Per E-Mail. Du kannst erstmal ganz normal fragen. Du kannst doch nicht einfach sagen, komm, wir reden jetzt. Versuchen, jemanden bloßzustellen, Digga. Das kannst du nicht machen, bei allem Respekt. Und ich meinte dann irgendwann, komm jetzt her, du Pisser, wir reden. Wo sind denn deine Eier, von denen du immer redest im Internet? Wenn du Eier hast. Er hat halt keine Eier. Aha, Mimi. Ich versuche jetzt eine Live-Debatte zu machen. Kommst nicht, Digga. Wo sind deine Eier, Digga? Ich weiß nicht, worum es dir hier geht. Was möchtest du dann? Wie gesagt, Mimi ist gerade noch nicht da. Er war noch im Fitnessstudio. Ja, da es ging ja darum, dass Mimi das jetzt, sag ich jetzt mal, dass Mimi das jetzt nicht angenommen hat, diese Live-Debatte, weil Leon davon profitieren würde. Sehe ich so. Aber mittlerweile muss ich sagen, klar, man hat dann schon eine reflektiertere Sicht, wenn man auch die Sicht von Leon sieht. Kann ich zum Teil auch verstehen, weil ich persönlich frage mich halt, warum Mimi dorthin geht und bloß das fragen will oder bloß die Bestätigung von Leon haben will, dass er ja die Fake-Pranks macht. Weil letztendlich jeder wusste schon davor, dass er Fake-Pranks macht. Das wäre gar kein Problem gewesen. Das konnte man ja schon so bestätigen. Ein bisschen pumpen für den Kampf. Es gibt ja bald einen Kampf. Leon gegen Mimi. Zu einem Boxkampf. Wir müssen es nicht machen. Ich will es nicht. Aber wenn du es möchtest, Digga, können wir es machen. Wenn du es möchtest, können wir es auch sportlich in Ring klären. Kommen wir mal wieder zur nächsten Aussage von Herr Professor. In dem Hof waren 2 Bänke. Und Leon Mascher hat darauf bestanden, dass ich meine Jacke ausziehe, alles auf den Tisch lege und wir uns an den anderen Tisch setzen, damit ich ja nichts aufnehmen kann. Der war so krass paranoid. Also das war Backstage, Digga. Was laberst du wieder für einen Scheiß, Digga? Denkst du, du kommst da wie eine Ratte rein, Digga, versuchst wie eine Ratte heimlich zu filmen und dann habe ich keine Panik, dass du da heimlich wieder filmst und dein Handy anhast oder sonst was? Denkst du nicht? Ich sag, ey, leer deine Taschen aus, Digga, weil wenn du mit mir redest von Angesicht... Trinkst du auch Wasser oder nur wieder Cola? Ich trinke nur wieder Cola. ...zu Angesicht... Ich bin nicht einer, der Wasser trinkt. Aber nicht hier so eine Aktion. Und die Aussage, dass ich paranoid bin, Digga. Warte mal, schauen wir mal uns hier kurz... Dein YouTube-Kanal. Wie viele Abonnenten hast du? 800. Du bist der einzige YouTuber mit 800.000 Abonnenten, wo ich sagen muss, Digga, du hast kein Impressum. Weil er einfach paranoid ist, Digga, dass man ihn irgendwie da zurückverfolgen kann. Du musst normalerweise auf YouTube ein Impressum drin haben, wo deine Adresse drin steht oder die Adresse von deinem Büro oder die Adresse von deinem Netzwerk. Bei mir steht zum Beispiel die Adresse von meinem Netzwerk. Ich hatte da... Habe ich übrigens auch als Impressum drin. Die Adresse vom Netzwerk. Das ist das Positive an dem Netzwerk, weil da musst du jetzt nicht noch irgendwo ein Büro haben oder keine Ahnung, dass man die Adresse direkt nicht rauskommt. Aber Probleme, weil ich es nicht eingetragen habe, habe ich Post bekommen, E-Mail, alles Mögliche, hätte ich mehrere tausend Euro Strafe fast zahlen müssen, weil ich es nicht drin hatte. Du weißt, das musst du machen, Mimi, ne? Und du weißt auch, du musst deine ganzen scheiß Videos kennzeichnen, weil das einfach Product Placement sind. Du machst Werbung für dein Merchandise, Digga. Vielleicht bin ich blind und sehe das nicht, aber ja. Kein von seinen Videos gekennzeichnet, Digga. Was ist dein Problem? Also mich würde es mal interessieren, wie jetzt Mimi, ob er jetzt ein Impressum hat und sich dahingehend was mitgenommen hat. Warte, Mimi, wir gucken mal ganz. Ja, Impressum ist halt wichtig, um das vielleicht, um jemanden nachzuverfolgen oder jemanden zu kontaktieren, da man ja sonst keine Anlaufstelle hat. Vielleicht deswegen, anders weiß ich jetzt auch nicht. Nee, hat er nicht. Er hat kein Impressum. Also muss ich Leon recht geben?
ist wichtig, gerade in der Größe, das gibt sonst eine heftige, kann eine heftige Strafe geben. Und er hat hier Patreon, hat er. Warte, wie viel hat er da? 20 Patreons, aber hier steht nicht da, wie viel er damit verdient. Ah, okay. Gut so, du würdest es machen, ich würde es nicht machen. Ich gehe jetzt nicht zum Amt und sage, ey, Digga, guck mal hier, was er alles, ich scheiß drauf. Ich wollte es nur mal sagen, Digga, weil du hier sagst, ich bin paranoid zum Thema, dass du dein Impressum überhaupt nicht mal öffentlich machst, weil du so viel Schiss hast. Die Leute wissen meinen Vor- und Nachnamen, Digga. Da von dir weiß man nicht mal den, fast nicht mal deinen echten Namen, Digga. Weil du so undercover hältst, weil du so paranoid bist. Okay, es ist auch deine Privatsphäre, klar. Weiß jemand, wie Mimi heißt? Also mit Vorname? Wie heißt Mimi nochmal mit Vorname? Irgendwas mit A, oder? Alex? Ja, Alex, ne? Alley, ja, Alex, ne? Ja, doch, das war mir schon irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf, aber ja. Die zweite Sache, dass ich undercover gefilmt habe, ist auch kompletter Bullshit. Weil ich hatte meine Legria mit ausgeklapptem Bildschirm draußen und hatte den gefilmt und der hat mich währenddessen mit seinem Handy gefilmt. Alles klar, Mimi, alles klar, alles klar. Blenden wir nochmal ein, ob du wirklich dein Klappbildschirm offen hattest, wie du sagst. Alles klar, Digga. Ich hatte meine Legria mit ausgeklapptem Bildschirm draußen. Digga, du hast undercover gefilmt, wenn ich sage, du hast angefangen so zu filmen und dann später irgendwann bist du nach vorne gegangen mit der Kamera und weil du gemerkt hast, Digga, ich hab's einfach gemerkt, du wolltest einfach auf Band haben, ja, ich mach Fake Pranks, du wolltest es einfach auf Band haben, damit du mich später einfach bloßstellst, Digga, das ist einfach Fakt, Digga. So, kommen wir mal direkt zur nächsten Aussage von hier, Dr. Professor Mimi. Leon Mascher und Simon Desio saßen da noch und wollten mir dann noch die Hand geben, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich fand, also es ist zwar nicht ausgeklappt, aber es war offensichtlich in der Hand. Ja, auf jeden Fall. Vor allem hat er ja noch extra mit der Kamera nach oben gezeigt und so und hat ihn halt auch wirklich offensichtlich gefilmt. Zumal das auch eine Weitwinkelkamera ist, wo du das eh alles drauf hast. Ich bin ja nicht bescheuert. Guck mal, egal was du da jetzt sagst, ne? Du wolltest mir schon die Hand nicht geben, bevor das mit der Speicherkarte passiert ist, Digga. Für meine Fake Pranks, Digga. Nur weil ich Fake Pranks drehe, wolltest du mir schon nicht die Hand geben, Digga. Natürlich, dann ist es ausgeartet. Mit der Speicherkarte kann man verstehen, wenn du mir da nicht die Hand geben möchtest. Ich sag dir mal so, ich habe viele Leute in Real Life gesehen. Unge, da habe ich auch schon Fake Pranks gedreht, Digga. Damals in Köln, wir waren zusammen essen mit ganz vielen anderen YouTubern. Digga, wir haben uns die Hand gegeben. Ich habe InScope gesehen. Mit dem war ich, glaube ich, auch mal nicht so gut. Dann wieder mal gut, dann wieder nicht gut. Digga, wir haben uns immer die Hand gegeben, weil es eine Art von Respekt ist, Digga. Ich glaube, du verstehst es einfach nicht. Monte habe ich 2-3 Mal gesehen, Digga. Der weiß, ich mache Schmutzcontent. Was ist? Wir haben uns die Hand gegeben. Wir sehen uns das erste Mal, Digga. Ich habe viel nachgedacht und bin einfach zum Entschluss gekommen. Warum kapieren vor allem so dermaßen selbstverliebte Menschen nicht, dass man manchen Menschen nicht die Hand geben will? Ich gebe Narzissten grundsätzlich nie die Hand. Ja gut, es kommt immer drauf an, ne, wie die Situation ist. Also wenn ich jetzt sehe, da macht jemand Fake-Pranks und ich habe mit der Person aber sonst gar kein Problem, dann gebe ich der Person auch die Hand. Also ich bin jetzt auch so einer, das kommt immer auf den Charakter drauf an, aber ich bin so einer, ich gebe Leuten die Hand, wo ich jetzt kein überkrasses Problem mit der habe. Zumal ich ja auch Leuten die Hand gebe, mit denen ich jetzt auch beispielsweise von mir aus irgendeine Vorgeschichte habe. Das juckt mich nicht so. Ja, also da bin ich nicht so. Aber natürlich, das ist jedem das Seine. Es hat die subjektive Ansicht, ob man das machen möchte oder nicht. Und wenn es halt nicht ist, dann ist es halt nicht. So. Noah, grüß dich. Es geht nicht, Mimi, um die Speicherkarte. Die Speicherkarte ist nicht das Problem. Das Problem sind nicht die Fake Pranks. Das bin nicht ich, Digga. Das Problem ist Mimi selbst. Mimi, du bist dein eigenes Problem. Das habe ich gemerkt. Nach diesen ganzen Aktionen, nach diesen ganzen Videos. Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach, Digga. Du spielst Schach gegen... Wenn dann spielt Kone vor Schach. Dich selber. Du hast keinen, mit dem du Schach spielst. Ich spiele nicht mit dir Schach. Du bist dein eigener Gegner. Das habe ich gemerkt, Digga. Und das ist sehr, sehr schade, Digga. Weil ich weiß, ich hätte die Reue, ihm die Hand zu geben und uns in die Augen zu gucken und zu sagen, Digga, lass vergessen, was war. Er würde das niemals machen, weil er einfach sein eigenes Problem ist, Digga. Nicht die Pranks, nicht die Leute, nicht das Geld, nicht die Leute verarschen. Nichts. Er hat ein Problem mit sich selbst. Ganz klar, Digga. Ganz klar. Ich glaube, viele Leute da draußen merken das auch mittlerweile immer mehr. Und das war seine Angst, Digga. Weil ich zeige euch mein wahres Gesicht. Ich versuche euch mein wahres Gesicht zu zeigen. Auch auf meinem Zweitkanal, die Videos, die ich da drehen werde, weil Mimi ja sagt, boah, ich werde noch von Leon so viel offenbaren. Boah, Leon hat so viel Dreck am Stecken. Ich werde noch alles öffentlich machen. Das braucht seine Zeit und so. Digga, ich werde auf meinem Kanal, auf meinem Zweitkanal, werde ich
alles öffentlich machen. Ich werde allgemein über viel reden, Digga. Nicht klar, grüß dich. Erzählen. Kommt alles. Und Step by Step, Digga. Ich werde Sachen erzählen, sogar die Leute schockieren werden und niemals glauben werden, was damals alles so abging. Digga, die Leute werden schockiert sein, aber... Ja, aber das weißt du jetzt wieder nicht, weil das alles vielleicht nicht gefilmt wurde und keine Ahnung. Auf einmal werden die Leute schockiert sein. Fakt ist trotzdem, das muss man trotzdem so beibehalten, so wie sich Mimi, so wie sich Leon dort verhalten hat, ist anders cringe gewesen, wie so ein kleines Kind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da privat so ein richtig cooler Typ ist. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass ein Leon Mascher privat halt wirklich so ein übelster Spast ist, ne? Aber es ist halt, weiß man nicht, ne? Weiß ich jetzt nicht, wie es da so noch dahinter läuft, aber man hat es ja jetzt gerade bei der Aufnahme mitbekommen. Das ist so peinlich einfach, wirklich, da würde ich mich im Grunde Boden schämen. Und ja, also davor hat man ja auch schon mitbekommen, dass er Fake-Pranks macht und sowas. Dementsprechend mit so jemand. Ich mach's. Wieso? Weil ich mittlerweile sagen kann, ich bin im Reinen mit mir selbst und ich kann das machen. Ich kann da stehen und kann sagen, dies und das. Einmal. Mir ist es mittlerweile egal. Ich hau's raus. Ich werde für euch transparent sein. Ich werde da kein Geheimnis mehr machen. Da braucht nicht irgendjemand kommen und hier die Richter spielen oder sagen, ey, was ein Leon alles gemacht hat. Ich werde der sein, Digga. Und Leute, denkt ihr wirklich, wir haben das geplant, dass das alles passiert ist? Dass wir alle rausgegangen sind oder dass Minis Speicherkarte kaputt gemacht wird? Wir haben nichts geplant, Leute. Das ist alles aus dem Affekt passiert. So, das ist jetzt ein Frage-Antworten-Video oder so von Mimi. Kommen wir mal zu der nächsten Aussage vor ihm. Das ging darum, dass er einfach weggelaufen ist. Ich fand ehrlich gesagt das Verhalten von Mimi schlimmer, weil man niemanden dazu zwingen kann, was zu machen. Stimmt, Niklas. Ich finde es auch nicht gut, dass er ihm hinterhergelaufen ist. Ich hätte es cooler gefunden, aber auch von dem Leon Mascher so zu reagieren, dass er sagt, ich habe keinen Bock auf Film, ich habe keinen Bock mit dir zu reden, ich gehe jetzt. Und dann weißt du ja nicht, wie Mimi reagiert hätte. Wäre er dann hinterhergegangen, dann wäre das schon sehr penetrant gewesen. Aber wenn dann ein Leon Mascher zu dir kommt und auch die Kamera auspackt und das so tut, als wäre es ein Prank und es so richtig cringig verpackt und dir ins Gesicht fasst, also dir so ins Gesicht zeigt und so nah mit dem Finger in der Fresse ist, dann natürlich ist man dann getriggert und dann lässt auch Mimi dann nicht mehr locker. Weil einfach der Triggerpunkt zu hoch ist. Also das, man muss natürlich auch immer beide Seiten irgendwo sehen. Man muss sehen, wie fühlt sich dann in Mimi. Er fühlt sich getriggert und denkt so, Alter, warum fasst du mir jetzt fast ins Gesicht oder warum hältst du mich jetzt fest oder warum fasst du mir an die Schulter? Also das muss man einmal sehen, aber zum anderen muss man natürlich auch sehen, Mimi läuft dann halt auch hinterher und hat natürlich auch in Leon keinen Bock. Ist dieser Zeitpunkt, wo ihn die anderen hinterhergelaufen sind. Gucken wir mal, was er dazu sagen hat. Warum bist du denn vor dem weggerannt? Ich wusste nicht mal, wer mir hinterher rennt. Ja, ich bin ja losgerannt und mit Tunnelblick nach vorne, wie viele Leute hinter mir her waren oder wer genau hinter mir her war, das habe ich halt alles danach erst auf dem Video gesehen. Digga, das macht keinen Sinn, Mann. Das macht für mich keinen Sinn. Du sagst, du wusstest nicht, wie viele Leute hinter dir herrennen oder wer hinter dir herrennt oder wer genau hinter dir herrennt. Warum rennst du, Digga? Du weißt nicht, wer hinter dir ist. Du weißt nicht, wie viele hinter dir sind und du weißt nicht, wer genau hinter dir ist. Warum rennst du dann überhaupt, wenn du überhaupt nicht weißt, ob überhaupt jemand hinterher rennt? Warum rennst du dann, Mimi? Ganz einfach, Digga. Warum rennst du dann? Das verstehe ich nicht. Aber eine... Naja, wollte bestimmt dann los. Das kann ich mir vorstellen. Also, wenn man jetzt nicht weiß, was sonst noch vorgefallen ist und er geht, dann hätte ja auch sein können, er rennt los mit der Aufnahme, die er halt haben möchte in der Tasche. Und dann kann er das in sein Video einbauen. Und mehr wollte er vielleicht auch gar nicht an dem Tag. Muss man auch Leon zugute heißen, dass das halt auch nicht gut ist. Die Frage kann ich dir trotzdem stellen, Mimi. Wo habe ich dich jetzt, wie du es überall im Titel stehen hast, Leon Mascher hat mich gejagt, bedroht und beklaut. Wo habe ich dich jetzt hier? Wo habe ich dich bedroht? Wo habe ich dich beklaut? Wo habe ich dich gejagt, Digga? Schau dir doch mal an, was ich gemacht habe. Ich bin rausgelaufen und habe meine Scheiß Bilder-Safari mit den Zuschauern gemacht. Was habe ich gemacht? Wo habe ich die... Was ich traurig finde, ist, dass Leute zu Leon Mascher gehen und ein Bild haben wollen. Also, das kommt mir nicht in den Sinn. Also, willst du dir das Bild irgendwo einrahmen? Willst du es auf Instagram posten, um dich öffentlich zum Lappen zu machen? Weil ich muss halt sagen, ich finde Leon Mascher auch so, wie er seine Videos macht und wie er sich gibt, halt so unglaublich cringe und Fremdscham. Das will ich doch nirgendwo posten. Ich weiß nicht, warum man da ein Bild unbedingt will. Also wenn man sich jetzt mit jemandem gut identifizieren kann und die Community-Nähe ist krass am Start, so dann sage ich, ja, so mit dem mache ich ein Bild, mit dem kann ich mich identifizieren, der ist ein cooler Typ. Aber ein Leon, also ich weiß nicht, willst du dich mit dem identifizieren oder was? Hat er mal irgendwelche Streams gemacht oder irgendwelche Fragenrunden gemacht, damit man mit denen näher in Kontakt gerückt ist? Ich glaube nicht unbedingt. Ja, nee, April ist noch nicht zu spät, alles gut. Gejagt, wo habe ich dich geschlagen oder gejagt, bedroht oder so ein Scheiß? Wo, Mimi? Wo?
All das, was mir all die Jahre vorgeworfen worden ist, wo ich habe mich gerade gemacht, an diesem Tag noch. Ich frage mal jetzt euch da draußen, Leute, wie hättet ihr reagiert, wenn euch einer gefilmt hätte und er versucht euch bloßzustellen? Wie hättet ihr reagiert? Heute weiß ich 100%, hätte ich anders reagiert. Hätte ich gesagt, Digga, leg die Kamera weg und wir können reden. Leg die Kamera weg. Und wenn ich reden möchte vor der Kamera, dann rede ich vor der Kamera, aber keiner zwingt mich dazu. Manchmal muss man erstmal ein bisschen auf die Schnauze fallen, damit man weiß, wie man es nächstes Mal besser macht. Schauen wir uns mal an, was der liebe Mr. Trashback zu sagen hat. Wie krass hat Leon Mascher bitte Mimis Leben zerstört? Ich meine, wie lang ist das Ganze jetzt her? 4, 5 Jahre? Und Mimi hat scheinbar immer noch diese Wut oder Hass oder was auch immer das ist. Es ist halt einfach der bosshafte Boss, der Überboss, Mr. Trashpack, der die News rausgebracht hat, der die heftigsten Themen behandelt hat, analysiert hat und sich einfach auch verhält wie ein erwachsener, gestandener Mann. Es ist Mr. fucking Trashpack. In sich, dass er immer noch... Es ist... What's up, my friends? Es ist what's up. Es ist der einzig wahre Trashpack-Boss. Nee, finde ich gut. Es ist ein großes Idol. Ist wirklich das Gefühl hat, dass er etwas gegen Leon Mascher machen muss. Also kein Spaß. Ich finde es schon sehr bedenklich. Und ich würde Mimi tatsächlich vorschlagen, sich in Therapie zu begeben deswegen. Also jetzt mal wirklich ohne Spaß. Das ganze Thema scheint bei Mimi ja wirklich... Junge, was hat er für eine Scheiße gelabert? In Therapie? Alter, das war ja von Anfang an klar. Ey, was? Als ob das so eine Situation ist, dass du in Therapie musst. What the fuck? Extrem tief zu... Vor allem, er weiß doch gar nicht, wie sich Mimi fühlt. Und auf einmal sagt Trashpack, ja, da muss er sich in Therapie begeben. So schlimm, wie das war. Weißt, der war nicht mal mit dabei. Wäre jetzt ein Trashpack mit dabei gewesen, hätte die Aufnahmen gesehen, hätte gesagt, boah, also das ist ja übertrieben schlimm. Dann hätte er vielleicht den Spruch bringen können, aber... Alter, was ist das? Sitzen. Das hört sich zwar richtig komisch an, aber ich muss Mr. Trash komplett recht geben. Mimi muss eine Therapie machen. Als Beispiel. Die Leute fragen sich ja immer, warum macht er weiter? Warum? Ich meine, die Leute fragen sich das ja auch immer mehr. Warum macht Mimi weiter? Ihm geht es nicht um das Problem zu lösen, sondern um das Erschaffen neuer Probleme, Digga. Das ist das Ziel von Mimi. Wir haben viele Leute... Das ist auch kein Geheimnis. Mir haben viele Leute Bilder geschickt von Mimi. Ich glaube, mit seiner Partnerin. Ich glaube, das war seine Partnerin. Die will ich auch nicht einblenden, weil ich will sie hier nicht mit reinziehen. Aber ich will es mal erwähnen. Mir haben viele Leute Bilder geschickt von Mimi, wie er seine Freundin fesselt. Ja, Mann. Alter, das habe ich auch gesehen. Park. Das habe ich auch gesehen. Das, oh, ey, das war verstörend. Da habe ich mir gedacht, hä? Ist das Mimi? Also auf Instagram folgt Mimi einer Person, glaube ich. Bin mir gerade nicht so sicher, aber einer Person. Und der fesselt die in so einem Park. Warte mal ganz kurz. Mimi. Ah, oh, mal schauen, ob meine Kamera fokussiert. Kamera, fokussier mal bitte. Ja, gut, die Kamera, die fokussiert nicht. Hier. Ach, komm schon. Das hier ist Mimi auf jeden Fall. Ihr seht, das hier ist Mimi. Das hier sind die Girls, sag ich mal. Da dachte ich auch so, what the fuck, Alter? Da dachte ich auch, hä? Hab ich mich so gefragt? Was? Was ist mit Mimi los, Alter? Macht er ja seine Fesselspiele einfach im Park und dann wird es auch noch online gestellt und sowas. Da dachte ich auch so, krass, Mann. Das ist Mimi? Was ist da los? Mit so Seilen und so, ne? Hab mal gegoogelt. MG Seils, vielen Dank. Das sind halt Sadisten, die lieben es, Leute in Seilen zu ziehen, weil... Die beglücken sich damit. Ah ja, er hat sogar selber. Das ist für die eine Art von Liebe, sich zu beglücken, wenn sie Leute fesseln. Und er weiß nicht, ob das nur als Joke war. Theo, es ist kein Joke. Real Talk, es ist kein Joke. Das ist, glaube ich, seine Freundin. Und das macht halt wirklich... Sogar selber ist kein Joke gemacht. Die Leute, die hat auf ihrem Profil nur solche Bilder. Die recherchieren, die würden sehen. Naja, es spielt ja auch keine Rolle. Er hat es gemacht und er macht es auch noch bis heute. Das befriedigt ihn einfach. Seine Freundin ist das Gegenteil von ihm. Die liebt es, gequält zu werden, gefesselt zu werden. Und das ist das, was Mimi auf YouTube macht, Digga. Es beglückt ihn, Leute zu quälen, weil er denkt, das macht die Leute kaputt, Digga. Und ich sag, natürlich hat es den... Das heißt,
Ich weiß nicht, also das, was er da macht, da habe ich jetzt nicht gesehen, dass er die Leute quält. Das ist ja halt Fesseln. Das sind irgendwelche Bondage-Spiele, keine Ahnung. Also finde ich jetzt, quälen würde ich jetzt sagen, wenn er jetzt irgendjemand schlagen würde oder so fesseln würde, dass es wehtut. Aber das sah ja komplett harmlos aus, was wir jetzt hier gerade gesehen haben. Ne? Ein oder anderen. Also das ist schon sehr... Also, schon sehr weit gedacht, dass er das jetzt natürlich auch im privaten Leben gern machen möchte, auch auf YouTube und so. Hast du schon kaputt gemacht, die Leute, über die er Videos gemacht hat, aber mich hat es nicht kaputt gemacht. Mich hat das Ganze nur noch stärker gemacht. Leute sagen schon, ey, Digga, mit denen stimmt doch was nicht, der ist doch krank. Meiner Meinung nach ist er ein Sadist mit psychopathischen Zügen, Digga. What the fuck? Das ist meine Meinung. Ich bin kein Psychologe oder sowas, aber... Ich sag mal so, dieses Video jetzt mit Mr. Trashback, dass er sogar sagt, ey, dass mit ihm was nicht stimmt und der in Therapie gehen muss, das zeigt mir nur, das bestätigt mir nur meine Denkweise. Und die Art, wie er was macht und wie er was rüberbringt und wie lange er was auf etwas beharrt, das zeigt mir das. Und wenn ich so Kommentare lese, dass Leute das auch immer mehr merken. Das kann sein, ey, in real life ist Mimi auf einmal voll der korrekte Typ. Ich will Mimi nicht persönlich angreifen. Aber irgendwas muss daran wahr sein, denke ich mir. Und sein ganzes Konstrukt, ich habe mal so hinter den Kulissen geguckt und so weiter. Und auch das, was ich gehört habe. Das Krasse ist, ich kenne einen Kollegen, der kennt auch Mimi. Und ich weiß, aus sicheren Quellen, Mimi hat zu ihm mal gesagt, ich will Leon zerstören. Ich will ihn zerstören. Ihm geht es nicht um die Wahrheit. Ihm geht es darum, wer gewinnt. Auch wenn es nicht mehr um die Wahrheit geht, auch wenn er weiß, Leon hat eigentlich recht, geht es ihm darum, dass er gewinnen möchte. Das ist mega traurig, Digga. Der will, den geht's gar nicht mehr um die Wahrheit. Mach auch irgendwann mal einen Stopp mit mir, Digga. Das meine ich voll ernst, Digga. Mach auch irgendwann mal einen Stopp, Digga. Das ist meine Meinung, was ich so in der letzten Zeit so analysieren könnte, draus ziehen, die Schlüsse draus ziehen konnte. Aber es ist auch... Ja gut, das hat er ja, glaube ich, auch schon öfter mal auf YouTube gesagt, ne? Oder beziehungsweise kommt es ja so rüber mit diesen Payback-Videos, dass er ihn auf jeden Fall komplett schaden will. Es ist, denke ich, mittlerweile... Krass, dass auch einige große YouTuber das mittlerweile gemerkt haben. Ich habe das Gespräch versucht, zu dir zu suchen. Vor einem Jahr, Digga. Über einen guten Kollegen, mit dem du befreundet bist und ich auch. Ich habe gesagt, Digga, guck mal, ich habe die ganzen Videos raus offline genommen. Hinter der Kulisse, also nicht vor der Kamera. Ich habe versucht, das offline zu klären. Ich habe versucht, das offline mit dir zu klären. Einfach im Privaten. Vielleicht treffen wir uns, vielleicht müssen wir telefonieren oder sonst was. Mir egal, aber lass das versuchen zu klären. Die Videos habe ich bis dato auch schon offline genommen. Schon seit über einem Jahr sind die Videos, alle diese Videos über Mimi sind offline. Wollte mit ihnen das einfach klären. So, der Kollege hat mit Mimi telefoniert. Er ist nicht drauf eingegangen. Er hat gesagt, mit so einem Schmutz, mit so einem Rotz will er nichts zu tun haben. Ich bin Erwachsener geworden. Und das, was damals war, war damals, Digga. Das, was heute ist, ist heute. Und ich habe es probiert. Vor einem Jahr, ich wusste nicht mal, dass du diese Paybacks machst. Mit den Paybacks hast du ja erst seit ein, zwei Monaten angefangen. Ich wusste davon nichts. Ich habe vor einem Jahr schon das Gespräch gesucht. Keine Leute wussten davon. Außer dieser eine Kollege, den wir beide... Er hat dann nicht schon damals vor einem Jahr 10.000 Videos gegen Leon gemacht? Ich dachte, der hat das schon die ganze Zeit, macht er das. Okay. Na, mal schauen. Ich habe es probiert jetzt mit der Live-Debatte. Ich habe es versucht zu klären, Digga. Wolltest du nicht eingehen? Ich habe es wieder versucht. Wolltest du wieder nicht eingehen? Wenn du ein Gespräch mit mir suchen möchtest, Digga, ich sag dir ehrlich, ich bin offen. Scheiß auf Live, scheiß auf Internetwelt, Digga. Von Angesicht zu Angesicht oder am Telefon. Naja, nicht am Telefon. Lass von Angesicht zu Angesicht. Das ist mein letztes Angebot, Digga. Ohne Kameras, ohne Mikros. Du kannst ja den Kollegen nochmal kontaktieren, mit dem wir beide befreundet sind. Kannst du kontaktieren, Digga. Oder schreib mir auf Twitter, ist egal. Ich sag dir offen und ehrlich, Digga. Das, was damals passiert ist, ist scheiße gewesen. Ganz klar. Ich lass mich nicht mehr unterdrücken, Digga. Das, was du gemacht hast in der letzten Zeit, war auch nicht ganz korrekt. Ich würde dir auch empfehlen, Digga, auch mal ein bisschen vielleicht dein Content zu ändern, dass du nicht versuchst, Leute zu mobben, weil du bringst Humor mit Mobbing zusammen, Digga. Aber ich würde es schon trennen. Ich würde es trennen. Das ist nur ein Tipp von mir zu dir, Digga. Ein Video, das wird richtig krass. Also das wird richtig krass. Das wird morgen auf meinen Zweitkanal kommen. Ich würd euch gerne wirklich sagen, was es für ein Video ist. Sage ich euch aber nicht. Ich hau's morgen da einfach raus. Checkt meinen Zweitkanal ab. Leons Real Talk. Da werden Sachen von mir in Zukunft kommen, Digga. Meine Real Talks, meine Sachen ab. Das wird krass, oder wie? Also ihr habt einen zweiten Kanal und da kam jetzt ein krasses Video, oder wie? Weil das ist ja vom 19.05. Wir haben jetzt mittlerweile den 21. Okay, gut. Es wird auf jeden Fall krass, aber es ist kein Video online. GG. Aber es ist krass, Leute. Mal ein paar Sachen geklärt werden. Da kommt noch was Krasses über einen großen YouTuber. Da muss auf jeden Fall noch ausgepackt werden. Aber vorher muss auch noch was geklärt werden. Deswegen...
check meinen Zweitkanal ab. Ein Video gegen Alpha, ein Video endlich online auf meinem Zweitkanal. Ihr dachtet, okay, das war's von Leon. Nein, Digga, es geht jetzt erst richtig los, Digga. Und ich sag euch ganz ehrlich, Mann, all die ganzen Zuschauer, holy shit, ganzen Hate, diesen ganzen Shitstorm, was ich erlebt habe an meiner eigenen Haut, das war vielleicht sogar der größte Shitstorm in Deutschland. All die Jahre, was ich durchmachen musste, dass Leute sagen, Leon hat das gemacht, Leon hat dies gemacht und dass die noch so provokant in jedem Livestream das sagen und immer weiterhetzen. Der hat schon einen extremen Hass auf ihn, glaube ich, oder? Ich würde nicht sagen Hass, doch schon, aber wahrscheinlich. Aber aus irgendeiner Motivation heraus. Ja, weil Leon ihn ja beklaut hat. Der hat ihn Leon hat einen Fehler gemacht, er hat Mimi persönlich beklaut. Ja. Und dann rechnet Mimi aber ab. Über so eine lange Zeit, das muss ich ja wirklich reingefressen haben, das finde ich krass. Ich sag euch ehrlich, also bei den einen oder anderen YouTuber werden Entschuldigungen schon wirklich angebracht. Aber ich weiß es, traurigerweise wird es leider nicht. So ist aber leider, YouTube Deutschland ist leider so, aber deswegen hau ich auch jetzt raus, Mann. Ich mach meine... Ja, YouTube Deutschland ist halt aber auch einfach so, dass halt Fake-Pranks ganz normal sind. Dass es einfach das Normalste auf der Welt ist, seine Zuschauer zu verarschen, das nirgendwo zu kennzeichnen oder so. Das ist halt auch einfach das Normalste auf der Welt. Und auf. Ja, aber damit Geld verdient. Flaschenpost, ich grüße. YouTuber sich entschuldigen würde und sagen würde, stimmt, Digga. Ja. Eigentlich, Leon wollte das eigentlich nicht so. Check den Zweitkanal ab, da werde ich jetzt ab jetzt weitermachen. Ich werde mich jetzt mehr um andere Sachen auch kümmern. Hier auf diesen Kanal kommen, wie gesagt, so gut wie keine Videos mehr darüber. Abonniert alle den Zweitkanal, damit ihr nichts verpasst. Morgen kommt da ein neues Video. Und ansonsten, das war's mit dem Video, Leute. Es ist euch überlassen, wie ihr das Video bewertet. Es ist euch überlassen, was ihr in den Kommentaren schreibt. Diese ganzen Videos, die in letzter Zeit kommen, kommen nicht, weil ich Bock habe, oh, Klicks jetzt abzustauben oder so ein Scheiß, sondern die kommen einfach aus meinem Herz. Kommen nicht, weil ich Bock habe, oh. Ich wünsche mir, dass ihr euch auch mal eine eigene Meinung bildet, anstatt dass ihr sagt, okay, damals war ich Team der und der und der und der, aber... Ja gut, ist ein Video, fand ich ganz spannend, muss ich sagen, konnte man auch gut zuhören. Ach guck mal, Monte hat auch schon die Reaction hochgeladen, beziehungsweise die Crew. Kuss geht raus an die Crew, falls man sich mal sieht. Ich habe ja selber schon gesagt, wir wollten uns mal treffen, aber... Gamescom wird ja mal wieder dieses Jahr nichts. Das ist halt sehr belastend. Ja, aber ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Das Video, ja, hat sich mal hier sehen lassen. Fand ich relativ interessant. Und das zeigt natürlich auch trotzdem irgendwo beide Seiten. Ne? Also ich muss halt auch selber sagen, dass ich Leon zum Teil verstehen kann, Mimi aber auch zum Teil verstehen kann. Ja, deswegen, schwierige Sache, sage ich euch. Schwierige Sache.